Oh Junge, kannst nicht einmal den Schnauze halten. Der hat einen Ofen gegeben, dieser Peter Fuchs. Elon Musk, ich hab dein Mars-Projekt. Ich hab Brandenburger in der Ecke. Spaß, Spaß, Spaß. Damit sind wir lieb. Sind lieb. Auf jeden Fall, Leute, wie viel Uhr haben wir? 11 Uhr irgendwas. 11 Uhr müssen wir schon da sein. 10 Uhr irgendwas. Ja, Samstag, 10 Uhr und wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Wohin? Ringen. Genghis und ich waren Montag das erste Mal beim Ring. Heute nehmen wir das Ganze für euch auf, wie wir quasi das erste Mal auf YouTube zum Ringertraining gehen. Das heißt, jetzt vom Boxen geht's rüber zum Ringen. Natürlich nicht komplett, genau. Boxen wird natürlich nicht vernachlässigt. Sprich, wir machen jetzt Boxen und Ringen. Und wenn alles gut läuft, schicken wir Genghis Khan in ein paar Jahren in die UFC. Chillen wir mit Dana White. Oh, das sieht so aus wie ein Inkel. Wir reden jetzt so darüber, so auf Lachkick, so zwei Kennex in Deutschland reden über UFC und Dana White. Und hello Dana White, I'm coming for you. I smash everybody, I come, I beat everybody. I come up, I hope I see you and we make a Vertrag and then I fight for you and then I smash everybody. No excuses. Der war noch wichtig, ne? Ja. Haben wir noch irgendwie zu, haben die nicht geparkt? Steig mal aus und guck mal hinten, wie viel Platz ich hab. Scheiße. Elon Musk. Tschüss. Au. Gar nicht mehr. Gar nicht? Doch, bis ein Millimeter. Stopp. Stopp. Ganz wenig, ganz wenig. Ja, stopp. Und jetzt? Was haben die gemacht? Ein bisschen. Warte, warte, warte. Ja. Du kannst noch, du kannst noch. Nein, bisschen. Warte, warte, komm, 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 komm. 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 Komm, ein bisschen, ganz wenig. Ja, stopp. Du kannst, komm, komm, du kannst noch. Check mal nicht viel. Abo! Babu, du bist so knapp. Was? Ja. Leute, wir müssen zum Ringertraining eine Stunde fahren. Aber es lohnt sich. Elon Musk. Bruder, du hast meinen Kopf gefickt mit diesem Elon Musk. Ciao, Leute. Wir sehen uns, wenn ihr da seid. Wir sehen uns beim Ringertraining. 2,5 Kilometer. Germania Krefeld. Mein Bruder Mert, was geht ab? Salam alaikum. Aleikum salam. Wie geht's? Schön, dich wieder zu sehen. Sehr schön. Freut mich, dass ihr da seid. Hast du ein paar Gegner mitgebracht? Selbstverständlich, Bruder. Heute wird der demoliert, oder? Heute wird auseinandergebracht. Und ich mach wieder mit dir? Ja, ja, können wir machen, gerne. Der so, ich fick dich gerne. So, Leute. Angekommen beim Ringen. Ihr tut es sehr, sehr geil. Are you ready? Are you fucking ready? Das ist die Halle, Leute. Jenkins, zweites Ringertraining. Zurück mal laufen, Jungs! Oh, wie die sich hochschmeißen. Diese ganzen Ringer sind so talentiert. Jetzt kommt der Riesenstab vorher bis zum Schluss. Hatte, das kannst du am besten. Das ist deine Übung. Jetzt kommt der Dreihandel. Guck mal, Leute, der Kleine. Yes. Krass. Woher kannst du das, Mann? Naturtalent. Ja, Wallah. Jetzt mal ehrlich, ist das normal? Das ist dein zweites Training. Ist das Nein, normal? Bruder, der hat sehr viel Potenzial. Das ist, guck mal, wenn du die Liebe zum Sport hast, Bruder, dann findest du dich in jeder Disziplin. Ist einfach so. Und der hat Bock, das sieht man. Ja, Mann, wenn ich hab's, ich brech mein halbes Genick dabei an. Ich hatte Muskelkrater vom Montag bis heute. Aber ohne Körper. Du hast auch schwere Jungs. Du hast auch schwere Jungs an dem Tag. Von daher, das macht auch viel aus. Und ich habe lange nicht trainiert, auch genau. Boxen nicht länger und so, weißt du? Ja, ja. Ich hatte lange kein Training, das war erste Training nach langem wieder. Ja. Aber keine Ausreden. Nein.
Du hast durchgezogen bis zum Ende. Ich mach das Warm-Up-Programm mit dem gleich auch. Ja. Ja, da bin ich auch wieder dabei. Oh Leute, der Kleine. Maschine. Ja, dann lass den. Dieser Junge ist zweifacher deutscher Meister im Ring. Der hier. Aber nicht umsonst. Wir wechseln zum Hampelmann. Alle in die Liegestützposition. Uns gleich beim Ring. Ich mach gleich mit dem Bruder hier. Der hat mich einfach auseinandergenommen, der ist 15 Jahre alt. Lass mal Sparring machen. Lass mal Boxen machen. Lass mich meinen Hack raus. Voll Latten. Der dachte kurz WWE. Der kann ruhig fallen, der kennt das. Hast du dir noch gemerkt, ab wann du gewinnst beim Ring? Ja, wenn man die Schulterblätter. Genau, wenn beide Schulterblätter auf dem Boden sind. Das nennt man bei uns Tusch. Und wenn du die Schulter fixierst nach einem Griff oder im Kampf, ist das dein Sieg. Das ist nur Einwärmen, ne? Ja, ja, ganz klar. Ja. Leon ist deutscher Meister, Bruder. Und wenn alles klappt, inshallah, nächstes Jahr international dabei. Ganz locker, Jungs. Jungs, ihr seid schon am Ring. Nein, was ist locker. Los? Ich sag deutscher Meister, auf einmal wird er zu Tyson. Ich hab nur verteidigt. Lass den auch angreifen. Bisschen in die Beine springen. Der muss ja ein Gefühl dafür finden. Sehr schön. Sehr schön. Hier die zwei Brüder, bist du zum Ringen pushen. Jam, Cengiz. Sehr schön. Ja, und jetzt langsam. Der Ring ist so brutal geil. Ehrlich. Eine ganz andere Art von Belastung. Wirklich. Drück mal ein bisschen meine Ohren nächstes Mal. Ich will auch solche Ohren bekommen. Komm, jetzt seine Runde. Oh, oh. Weiter. Nur Kopf nicht, mit Arm darfst du. Ja. So darfst du. Schmeiß dich nach hinten. Pack ihn dir. Hol ihn sein Double Leg. Ja! Komm her hoch! Jetzt Position wechseln, Cengiz. Wallah, der ist so schlau, ne? Zeit! Die Not. Wechsel, Salah! Die Not macht erfinderisch, sehr stark. Aber hey, du gibst trotzdem Gas. Okay? Du gibst Gas, Salah, ja? Bist du Ringe? Ja! Ja, die Jinx, du darfst auch alles geben. Geh unter seinen Arm durch, befreie deinen Arm. Jetzt hat er dich. Jetzt hat er dich. Zack, das war's. Aufstehen. Tschetschene gegen Türke Ring. Ich will
schon, Mama, ich darf nicht. Du darfst drehen, wenn Arm mit drin ist, darfst du. Er hat dich wieder. Hallo Jungs. Ich merke jetzt diesen Unterschied gleich, was bei ihm anders ist. Oh, er ist einer, er springt nicht so tief, er arbeitet von oben. Er klammert oben viel. Als Tipp. Los. Sonst nimmt er das und nutzt das aus. Was jetzt aus der Situation? Du musst tiefer gehen, damit er nicht so einfach deine Beine packen kann. Guck, er packt dein Bein, dadurch nimmt er dich und packt dich von hinten, zack. Und jetzt dreht er dich und jetzt ist er über dir. Und jetzt hat er deine Schulter auf. Ja, mach zu, mach zu. Und jetzt Hintermann. Ja, ja, da ist deine erste Wertung. Und die nächste. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Ah, jetzt hat er, du hast gerade 4 Punkte geholt, Cengiz. Du hast selber nicht gecheckt, was du gemacht hast. Das war mein guter Wurf. Ehrlich, das ist einfach so. Walla, der hat nicht gecheckt, was er gemacht hat. Ich schwöre, aber war schön. Einfach hast du gesehen, ja. Die Bewegung? Ja, ja, der war echt gut. Jungs, einmal alle Bizeps-Pose. Wir verabschieden uns mit Kraft. Was? Klar, machen wir ein Bild. So. Chuck, was ist denn allein? Ah, ich mal klein, aber so. Macht Olivenöl auf euer Körper. 2 Minuten, ja? Direkt die nächsten schicken. Direkt die nächsten. Julius. Maschine, ne? Danke. Ich will schon mal an, der will den aufessen. Ist den auf. Macht keinen Spaß, macht und ernst. Go! So.
überlegt, sag mal. Hadabi. Komm, schieb ihn noch ein kleines Schild drauf. Ja. Jawohl, Junge. War sehr schöner Fektor. Ehrlich, sehr schöner Eingang. Okay. Nochmal. Letzte Minute läuft. Letzte Runde und dann bist du durch. Er dachte fertig. Komm hin, Gegner. Los. Nein. Los geht's, mein Tag. Los. Komm. Los, 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 los. Laune passiert. Jetzt nicht mehr. Adabi, mach auch einen Punkt. Ja, jetzt schmeiß. Ja. Ja. Stark. Ich hab mir aber zugelassen. Nein. Nein, hab ich nicht. Und wie? Ich hab das nicht zugelassen. Schwör was. Aber jetzt eine Minute Gas, ja? Ja. Auch passiv. Weiter, weiter, Adabi. Weiter, weiter, weiter. Der freut sich wie sein. 10, 9, 8, 7, 6. Nicht auf den Rücken. 4, 3, 2 und 2. Guck mal, in deinem Körper aus dem Dreh. So Leute, wir machen jetzt ein bisschen lockere Sparring. Er ist in meine Disziplin reingekommen, ins Ring. Jetzt stelle ich mich dem Boxen. Aber du kannst auch einmal mehr, also du bist also nicht. Also ich würde lügen, ich beherrsche Grundlagen. Kämpfen kann er auf jeden Fall. Ja. Wer ringen kann, kann boxen. Wer boxen kann, kann nicht unbedingt ringen. Das ist so. Aber. Ich wollte ihn anlaufen. Ich kann nicht anlaufen. Mehr zum Körper arbeiten. Mehr arbeiten. Halt deine Deckung, Romade. Deine linke. Mehr machen habe. Adabi, ihr sollt euch nicht streicheln. Ja, genau, mach weiter. 10. Deine Rechte fehlt, Abi, deine Rechte fehlt. Ja, locker, locker.
Zeit. Schöne Rechte gewesen. Ja. Sehr schön. Hat richtig gesessen. Aber du hältst seine linke zu weit unten manchmal und dann trifft er. Halt lass ihn halt, ne? Er hat nicht so die Reichweite. Was? Was? Er hat Reichweiten-Nachteil. Ich kann jetzt nicht direkt reinschmettern. Er hat mich auch beim Ring nicht direkt gemacht. Und ich habe auch versucht, ein bisschen mehr zu lesen erstmal. Ja, ja, klar. Weil ich wollte jetzt nicht direkt rein, sonst kontert der raus. Außerdem hat er einen Kampf heute. Ja. Ich muss ein bisschen locker sein. Aber trotzdem, dein linke oben trotzdem halt. Ja, hast schon recht. Zeit? Los geht's. Ja? Ja, ja. Jetzt ein bisschen mehr kommen. Abu. Alles gut? Alles gut. Also jetzt locker rausziehen. Ja, gesessen. Wir haben alle gescheppert, Bruder. Deckung oben, Abel. Provozieren? Ja, das meint Disziplin. Das sind die ersten Hände, die er gehauen hat. Somit hat er sich den ganzen Respekt für die Runde gekriegt. Lass dich nicht einschüchtern. Zu spät, Goba. Versuch, eine Minute. Versuch auf den Körper zu gehen. Jetzt los, Da, Abel. Mertabi, versuch auf den Körper zu gehen. Mertabi, 20. Jetzt nochmal, das ist 10 Sekunden. Zeit. Die haben das schon. Geil. Das haben mein Brüder schon, Leute. Eine. Der eine zieht den. Eine Hand durch die andere. Und dich will ich aktiv beim Ring sehen jetzt, ne? Ich frag deinen Bruder. 100%. Ob du zum Training gehst oder nicht. Wer, wenn nicht? Und dann kommst du in 4 bis 8 bis 12 Wochen, in 3 Monaten, 4 Monaten, kommst du wieder hierhin. Ja. Und dann zeigst du dem, was du gelernt hast. Mach ich. Ja, dann gebe ich dir genau dieselben Partner. Und dann seht ihr auch im Video nochmal das erste Training und dann die Entwicklung nach mehreren Wochen. Und wir machen dann wieder ein Boxsparring. 100%. Dann bist du auch fitter, Bruder, man darf nicht vergessen, du warst krank. Ja, Bruder. Du hast trotzdem jede Runde mitgemacht. Muss. Aufgeben ist niemals eine Option. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's von mir, JamTV. Peace out. Ach ja, und bevor ich mich noch verabschiede, hier checkt den Verein in Krefeld von meinen Brüdern ab. KSV, Germania Krefeld, hier in Krefeld. Unsere Mannschaft ist gerade in der Oberliga, unter der Bundesliga. Sonst geht's nächstes Jahr wieder an den Start. Kommt von der Straße weg, macht was Vernünftiges, geht ringen, macht Boxen, macht irgendwas, aber hört auf mit der Scheiße. Was?